Willkommen beim Energy Star Talk heute. Leonie, schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Du bist ja das erste Mal bei uns hier im Studio. Und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen dürfen, haben wir für dich einen kleinen Fragebogen. Das ist sehr schön. Geburtsort? Kam. Also das ist in der Oberpfalz. Das ist auch mein Heimatdorf. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Ja. Wie ist denn es gekommen, dass du in Australien gesigned bist? Ich war die letzten 3 Jahre viel im Studio, viel in Stockholm, London, habe sehr viele Songs geschrieben und dann haben wir einfach mal ein paar Songs an verschiedene Labels geschickt und unter anderem auch an Sony Australien und die fanden mich gleich toll und wollten mich dann gleich unter Vertrag nehmen, was für mich natürlich Irrsinn war. Das kleine Mädchen aus dem kleinen Dorf signed bei Sony Australien, das war... Ja, also ich bin immer noch teilweise, wenn ich so drüber nachdenke, so, hä? Ja. Dann haben wir die nächste Frage aus dem Fragebogen. Wie würden dich deine Freunde in 3 Worten beschreiben? Aufgeweckt, lustig und warmherzig. Kann ich nur bestätigen jetzt. Ja, der erste Eindruck. Das erste Konzert, auf dem du warst. Das erste Konzert, also das erste richtige große Konzert war Robbie Williams. In München, das war sehr schön. Ja. Wie ist es so eigentlich bei dir mit Lampenfieber, bei Auftritten? Also ich glaube, wenn du das nicht mehr hast, ist es irgendwie, verliert so ein bisschen den, keine Ahnung, es ist halt auch schön, so das Adrenalin zu spüren. Und dann, wenn ich mich ans Klavier setze, dann so die ersten paar Sekunden ist man schon noch nervös, aber dann fokussiere ich mich halt einfach auf den Song und auf die Performance und dann denkt man eigentlich gar nicht mehr so an die Nervosität. Und ist halt auch schön, so mit dem Publikum, das Miteinander und so, das lässt sich dann die Nervosität auch vergessen. Dann ist die nächste Frage, deine Lieblingsband? Also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, einen Künstler mein Leben lang, dann wäre es wahrscheinlich Michael Jackson. Stimmmäßig Jessie J. Und Coldplay. Hast du noch Hobbys und Talente neben der Musik? Ich liebe Kochen. Ja. Was kochst du am liebsten? Unterschiedlich. Also ich koche sehr gern gesunde Sachen, aber ab und zu auch so richtig deutsche, bayerische Küche. Schnitzel und Rehbraten und solche Sachen, also zu besonderen Anlässen. Hast du irgendwelche schlechten Angewohnheiten, irgendwelche Ticks? Ich bin... unpünktlich oft. Ihr wart super pünktlich. Jetzt, ich habe mir angewöhnt oder ich werde sehr um einiges besser jetzt. Auch ich habe es mir wirklich angewöhnen müssen, aber so zu Schulzeiten wurde mir auch oft eine halbe Stunde vorher Bescheid gesagt. Also meine Freunde meinten nur, wir treffen uns um 7.30 Uhr, obwohl wir uns erst um 8 Uhr getroffen haben, weil die eh wussten, ich komme dann erst um 8 Uhr. Und ich bin sehr, sehr, sehr unordentlich. Also ich bin sauber, wenn es um Küche und Bad geht, aber sehr unordentlich, wenn es um Klamotten und solche Sachen geht. Ist auch völlig in Ordnung. Ja. In deiner Bio, in deinem Factsheet stand, dass es für dich momentan nur den Plan A gibt, sozusagen, ja. Musik zu machen. Ja. Gab es wirklich nie einen Plan A, Plan B? Ich hätte halt wahrscheinlich irgendwie was studiert, eventuell Lehramt auf englische Musik oder Sport und Musik. Und wann war für dich der Moment, okay, ich will das unbedingt machen, ich will das weiterverfolgen? Mhm. War das recht früh? Also du hast also für mich war das, also der Traum für mich war schon, seit ich ein kleines Kind war, da. Also für mich war das schon immer eigentlich so, ich wusste halt, das Einzige für mich, was mich glücklich machen wird, ist Musik oder einfach irgendwas Kreatives. Also ich liebe auch Schauspielen und solche Sachen. Aber dann das erste Mal, als es dann halt wirklich seriös wurde, ist dann eben, als ich vor 4 Jahren meinen Manager kennengelernt habe und seitdem habe ich das Privileg, meinen Traum zu verfolgen und könnte mir jetzt auch, also ich glaube, das ist einfach, und jeder Musiker kann es verstehen, wenn du einmal in dem Business bist, dann das lässt sich einfach nicht mehr los, also das wäre schwierig jetzt, was anderes zu machen. Du reist natürlich wahrscheinlich jetzt auch wahnsinnig viel. Was machst du, um dich so ein bisschen zu entspannen? Also am meisten entspanne ich eigentlich, wenn ich in meinem Heimatort bin, bei meiner Familie und mit meinen Freunden. Also es ist auch oft so, wenn ich dann mal wieder eine Woche zu Hause bin, ist echt nichts geplant. Ich schlafe jeden Tag aus und verbringe einfach viel Zeit mit Familie und Freunden oder gehe wandern. Und bei mir zu Hause ist es unheimlich schöne Natur und da kann man schon sehr gut relaxen auf jeden Fall. Und natürlich, jetzt habe ich nämlich eine Frage übersprungen, du sollst natürlich auch ein bisschen was über deine Musik erzählen. Ja, sehr gerne. Erzähl uns ein bisschen was. Ja, also ich habe im August meine zweite Single rausgebracht, die Boots heißt.
Und der Song bedeutet mir sehr viel, weil es auch einfach eine persönliche Geschichte ist eigentlich. Also da, wo ich aufgewachsen bin, ich liebe meinen Heimatort, aber es ist auch oft so, ich meine, ich glaube, Leute aus kleinen Dörfern können da auch sehr gut mitsprechen, dass es so ist, wenn du jetzt nicht einen normalen Beruf wählst, dass es oft ein bisschen, ja, an mir wurde viel gezweifelt und es wurde viel gesagt, du schaffst es eh nicht und irgendwann wirst du sowieso wieder zurückkommen zu uns in das Dorf. Und ich habe aber dann einfach gemerkt, je öfters, dass ich unterwegs war und mit vielen Musikern und so was gemacht habe, dass es einfach egal ist, was andere denken. Und jetzt habe ich einfach mein Ziel vor Augen und ich lasse mich davon niemanden abbringen und bin einfach so, wie ich bin. Und um das geht es halt auch im Boots, einfach selbstbewusst zu sein und seine Ziele zu verfolgen. Und ich habe auch gesehen, dass du gerade in London warst bei Instagram. Ja, genau. Gibt es da bald demnächst noch mehr Songs? Auf jeden Fall. Also ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Genaues sagen, aber wir sind auf jeden Fall schon in Planung, sehr bald neue Musik zu veröffentlichen und auf jeden Fall auch irgendwann ein Album. Das wird aber noch eine Weile dauern. Da kann ich jetzt noch nichts Genaues dazu sagen, aber ich freue mich auf jeden Fall bald, neue Musik zu releasen. Das ist einfach das Schönste. Musst du dich manchmal selber kneifen? Immer. So. Jeden Tag, die ganze Zeit. Also es ist echt oft so, wenn auch jetzt, als ich wieder in London war, du bist im Studio den ganzen Tag mit richtig guten Freunden und du machst einfach den ganzen Tag, was du am meisten liebst und reist um die Welt. Wenn ich dann in Australien bin, ich war mit meinem Manager dort und wir stehen am Bondi Beach und gucken uns so an, so, hä? Was passiert eigentlich gerade? Also wir sind wegen der Musik, wegen der Arbeit in Australien und es ist einfach, also ich bin so dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit bekomme, das jetzt zu machen und das ist einfach das Schönste auf der Welt. Und letzte Frage vom Interview, es ist bald Weihnachten. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Hast du schon Ideen? Ich liebe Weihnachten. Bin aber der schlechteste Geschenkegeber der Welt. Und genauso sind auch meine zwei Brüder die schlechtesten und versuchen dann trotzdem noch mir so ein bisschen die Verantwortung dafür zu geben. Ich kann für nichts garantieren. Dann bekommen unsere Eltern halt Parfüm und Socken oder so. Also meistens ist es dann so, dass ich in der letzten Minute noch so komischerweise gute Geschenke besorge. Aber bis zu dem Zeitpunkt unkreativ bis zum Gehen nicht mehr, wenn es um Geschenke machen geht. Und bist du diejenige bei euch in der Familie, die dann auch irgendwie Klavier spielen muss oder Gitarre? Jein, also ich bin da ehrlich gesagt, so, wenn es um sowas geht, sehr zurückhaltend, wenn es bei meiner Familie geht. Es ist ja oft so, dass du auf irgendwelchen Familienfeiern, spiel doch mal was und sing doch mal was. Okay, keine Ahnung. Also wir haben dann meistens einfach eine Weihnachts-CD laufen, aber es ist dann schon so, wenn dann die Großeltern hier sind, dass ich mich auch gerne mal ans Klavier setze und schöne Weihnachtslieder singe. Das ist schön.